Ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid und nicht beim Gulasch in der Schlange steht. Ich hoffe, wir kriegen nachher noch alle noch was ab. Genau, bei mir gibt es heute, naja, hoffentlich nicht nur eine Portion schlechte Laune, sondern auch ein bisschen den Outlook. Ich möchte darüber erzählen, warum diese Forderung, Publish Your Research, natürlich, das ist, was wir irgendwie wollen, aber warum das eigentlich nicht passiert? Also so ein bisschen aufdecken, wo liegen eigentlich die Problematiken? Also kommen wir erstmal noch zu der Forderung. Was wird eigentlich gewünscht? Also es geht darum, dass öffentliche Gelder, die investiert werden, auch eben die Ergebnisse öffentlich gemacht werden. Klar, das ist das Ziel. Dafür gibt es immer mal wieder Petitionen, die rumgehen, in Deutschland wie auch in anderen Ländern. Und die fleißig unterschrieben werden von Leuten. Aber was das genau bedeutet, das ist den wenigsten klar. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, möchte ich eine Differenzierung machen, und zwar zwischen öffentlich bezahlten Aufträgen auf der einen Seite und öffentlich bezahlter Forschung. Erstmal bei den Aufträgen geht es halt oft zum Beispiel um Government-Software, also Software, die Prozesse in der Politik oder eben auch, was wir alle so kennen, irgendwo, wenn man zum Amt geht oder so, unterstützen. Oder auch um das Erheben von Daten im Auftrag der Öffentlichkeit. Das wird meistens umgesetzt durch Firmen und die Lösung, das öffentlich zugänglich zu machen, also die Software, dass sie auch wirklich der Öffentlichkeit gehört und auch von einer Kommune wieder genutzt werden kann, kann naja relativ einfach umgesetzt werden, indem man es einfach in die Vertragskonditionen packt, beziehungsweise in der Ausschreibung direkt sagt, das muss so sein. Und später sich halt gegebenenfalls einen Supportvertrag dazu holt. Das ist machbar mit Firmen, da findet man Entwicklerfirmen, die darauf eingehen, das ist gar nicht so unüblich. Das heißt, das ist eine vereinfachte Darstellung, aber prinzipiell ist es machbar. Das ist das, worüber ich nicht sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen, was eben in der Forschung passiert. In der Forschung wird an Softwareentwicklung und Datenerhebung einmal alles so gemacht, was man sich vorstellen kann. Die Umsetzung erfolgt in erster Linie durch Forschungseinrichtungen und Unis. Und klar gibt es Lösungen, die irgendwie auf der Hand zu liegen scheinen. Und zwar zum Beispiel, ja, stellt euren Code doch einfach auf GitHub oder bietet die Daten doch via einem FTP an für jeden, der sie haben will. Der Disclaimer hier ist, so einfach ist das nicht. Und genau darüber möchte ich heute sprechen und ein bisschen aufzeigen, wo sind denn die ganzen Probleme. Das Ganze mache ich als ein Teil dieser Wissenschaftler. Also ich arbeite beim DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, leite da eine Gruppe zum Software Engineering, kenne mich also mit der Thematik grundlegend aus, aber habe vor allem sehr, sehr viel mit Wissenschaftlern aus anderen Bereichen zu tun. Also im DLR beschäftigt man sich nicht nur mit Luft- und Raumfahrt, sondern auch mit Energie und Verkehr. Wir haben einmal Wissenschaftler mit fast allem Background bei uns, den man sich so ein bisschen vorstellen kann, was so im gröbsten Sinne naturwissenschaftlich ist. Und die alle stehen vor den gleichen Problemen und kommen da immer wieder zu mir und meiner Gruppe und sagen, okay, wie können wir das denn adressieren? Wir stehen da. Aus Sicht der Wissenschaft ist das Ganze auch ein Riesenproblem. Und zwar gibt es da die sogenannte Replikationskrise. Habe ich falsch geschrieben, fällt mir gerade auf. Man sollte seine Folien nicht noch abends, nachmittags auf der Wiese machen. Genau, also in der Forschung ist es wie folgt: Wir wissen seit längerem schon, es tritt immer wieder auf, dass Forschungsergebnisse aufkommen und natürlich wird dann, was dazu gehört, ist sozusagen erstmal zu beweisen oder zu widerlegen, stimmt das eigentlich, was die Leute behaupten. Also in der Physik ist es oft, man hat irgendwie ein Experiment, das wurde durchgeführt und dann versucht ein anderes Team von Wissenschaftlern, dieses Experiment nachzubauen. Das Gleiche gilt heute bei den ganzen Softwareprojekten, die benutzt werden oder eben Softwares werden benutzt, es werden Daten verwandt, muss ich am Schluss auch nachvollziehen können, was ist da eigentlich rausgekommen. Und das heißt, heutzutage haben wir oft irgendwelche Ergebnisse, irgendwelche Veröffentlichungen, also Paper, wo drin steht, wir haben das und das gefunden, also das ist schon mal da, weil Veröffentlichung ist was in der Forschung eine Metrik, eine Kennzahl ist, das ganz wichtig ist, das heißt, alle schreiben Veröffentlichungen. Aber wenn dann jemand versucht, das nachzuvollziehen, also nachzubauen, ist es unmöglich, weil der Code fehlt, weil die Daten nicht rausgegeben werden. Das heißt, es ist gar nicht möglich, nachzuweisen, ob das so ist oder nicht. Und gerade in den letzten Jahren sind vermehrt Ergebnisse rausgegeben worden, wo dann später doch irgendwann mal an die Sachen kam oder Leute versucht haben, irgendwie auf die gleichen Ergebnisse zu kommen und einfach nicht in der Lage waren. Und das nennt sich halt The Replication Crisis. Es gab da auch eine Umfrage mal zu, wie viele denn denken, dass wir so eine Krise haben. Das ist, was wir auf der rechten Seite sehen. 52% sagen ja, definitiv.
38, ja, so ein bisschen. 7% sagen, weiß nicht, die gibt es halt immer. Und 3% sagen, nein, da ist keine Krise. Das heißt, in der Wissenschaft ist man sich relativ einig, da ist ein Problem. Aber irgendwie so recht, wie wir das angehen, an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber was heißt es denn? Warum ist es denn schwierig, wenn ich Sachen veröffentlichen möchte? Also, wie gesagt, ich möchte hier vor allem mich fokussieren jetzt auf die Bereiche Open Source, also um Software und Open Data, weil für die gelten viele Probleme, einfach sind die gleichen. Das Problem ist, ich muss mich damit beschäftigen, wie ich das Ganze veröffentliche, wo ich das Ganze anbiete, auch über längere Zeiträume, wie ich, wenn irgendwas damit nicht funktioniert oder so, zur Verfügung stehe, also die Themen Support und Maintenance, aber auch Retirement, wenn das Projekt eigentlich erledigt ist, wenn keiner mehr so richtig damit arbeitet, aber irgendwie sollte es noch verfügbar sein, wie gehe ich denn dann damit um, so auf lange Sicht? Ich kann das Ganze ja nicht einfach öffentlich offline nehmen. Und da möchte ich jetzt ein bisschen in die Details gehen. Denn wenn ich sowas offenlegen will, was muss ich denn eigentlich genau beachten? Ja, klar, irgendwie, was heißt das denn, was ich gerade gesagt habe, Hosting oder so? Und ich versuche da ein bisschen ins Detail zu gehen, was so die typischen Beispiele, also die typischen Probleme sind, die Wissenschaftler bei uns rennen. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen aufs DLR gemünzt, ist aber eigentlich übertragbar für alle Forschungseinrichtungen. Da sehen dann vielleicht die Details, wer der Ansprechpartner ist, oder so ein bisschen anders aus. Das heißt, der erste Schritt ist, wer gibt das Ganze eigentlich frei? Darf ich als Mitarbeiter in so einer Forschungseinrichtung einfach sagen, ja, ich habe hier was geschrieben, ich veröffentliche das jetzt, ich möchte das, weiß nicht, auf GitHub stellen? Nein, das darf ich gar nicht, weil wenn ich einen Mitarbeitervertrag habe, dann gehört der Code, den ich schreibe und so der Firma oder hier der Forschungseinrichtung. Das heißt, ich muss da wen fragen. Aber wen? Mein Gruppenleiter, mein Abteilungsleiter, mein Institutsleiter, muss ich zum Chef vom DLR? Und wie erreiche ich den eigentlich? Also das ist das erste Problem. Bei uns im DLR ist das der Institutsleiter. Der Institutsleiter hat je nach Größe zwischen 60 und 100 Leute oder auch manchmal 200 Leute unter sich und meistens gar nicht so eine Übersicht über die genauen Softwareprojekte. Das heißt, wenn ich versuche, erstmal einen Termin bei dem zu kriegen, ist das ein Problem. Und dann sage ich dem, ja, hier, ich habe ein Stück Software geschrieben, das möchte ich gerne öffentlich machen. Ich möchte es open source. Und dann kommt der, ja, aber können wir damit nicht Geld verdienen? Begründeter Einwand, sprich muss ich ihn erstmal überzeugen, dass das hier nicht der Fall ist, beziehungsweise dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, mit Open Source Geld zu verdienen. Die möchte ich jetzt gar nicht im Detail vorstellen, dazu gibt es komplett eigene Vorträge, ich verweise da gerne auf mediaccc.de, da findet man auch einiges. Das heißt, das ist einfach ein Problem, das heißt, ich muss schon mal den Ersten überzeugen, einfach nur, weil ich ein bisschen Code online stellen möchte. Dann, was auch nicht ganz üblich ist, Forschungscode, also der im Forschungsumfeld entsteht, wird geschrieben von Wissenschaftlern. Das heißt, die Softwarequalität ist sehr unterschiedlich, sagen wir mal. Das heißt, es gibt auch ein Stück weit die Angst, manchmal entweder vom Mitarbeiter, aber auch von höheren Ebenen, ist der eigentlich gut genug? Blamieren wir uns damit? Weil wir brüsten uns immer damit in der Forschung, dass wir exzellent sind, dass wir unsere Sachen besonders gut können. Und das sind die Leute ja auch in der Geologie. Das heißt nicht, dass die schönen Code schreiben. Ich meine, die kennen sich mit Steinen aus, aber das heißt es nicht. Also es gibt natürlich Leute, die sich da reinfuchsen, aber klar, es ist auch nicht ihre Aufgabe. Also es ist einfach nicht ihr Job. Dann kommt noch dieses große Thema Urheberrecht. Wie ich schon sagte, der Code gehört der Organisation. Das heißt, alles, was jetzt erstmal von Mitarbeitern geschrieben würde, so intern, ist alles total easy. Fast. Denn klar, alle, die einen Mitarbeitervertrag haben und an so einem Werk mitarbeiten, damit ist die Organisation raus, also bei uns das DLR, die kann sagen, ja, hier, wir machen damit, was wir wollen. Aber dann gibt es da noch diese Studenten. Studenten, die als studentische Hilfskräfte arbeiten, wieder kein Problem, die haben einen Arbeitsvertrag. Aber Studenten kommen auch gerne mal vorbei, um eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit zu schreiben. Und die kriegen oft keinen Mitarbeitervertrag, sondern so eine Vereinbarung. Und das ist vielleicht interessant, falls ein paar Studenten drin sind. Dabei sind hier, in den meisten Vereinbarungen steht nichts zum Thema Code. Das heißt, der Code, der da geschrieben wird, gehört eigentlich den Studenten. Das heißt, wenn ich später beschließe, das Ganze zu veröffentlichen, da eine Lizenz ranzupacken, muss ich mir eigentlich das Einverständnis einholen. Oder selbst wenn das Ganze schon eine Lizenz hat, dann tragen die natürlich darunter bei, sonst dürften sie es nicht einchecken und so. Aber trotzdem, wenn ich später unter einer anderen Lizenz packen will, also doch beschließe, entweder es freier zu machen oder ich möchte jetzt irgendwie doch damit noch Geld verdienen mit einer zweiten Lizenz oder irgendwas, ja, muss ich die wieder alle fragen.
Und versucht mal, die Studenten zu erreichen, von denen ihr die von vor ein paar Jahren, wo ihr nur die Uni-Adresse habt. Das ist schwierig. Es gibt eine Lösung dafür, das nennt sich Contributor License Agreement, CLA. Das muss man einfach nur am Anfang unterschreiben, dass man sagt, okay, wie ein Mitarbeiter tritt auch der Student die Rechte an seinem Code ab. Also er ist immer noch Urheber, aber er räumt Nutzungsrechte eben dem DLR ein oder der Einrichtung. Das Problem ist, erklär jetzt mal so einem Physiker oder Geologen oder wer auch immer, ja, du musst jetzt hier ein CLA aufsetzen, was muss denn da rechtlich rein? Also selbst als Informatiker habe ich mich damit eine Weile beschäftigt und puh, also da muss man sich schon ein bisschen auseinandersetzen und einen gewissen Spaß an Juristerei haben, um zu sagen, okay, was ist denn jetzt das richtige CLA und wie schreibe ich das? Netterweise gibt es da ein paar Sachen, die einen unterstützen, um sowas zusammenzuklicken, aber trotzdem, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit Leuten, die mich dann auch gefragt haben, ja, was nehme ich denn hier besser, was ist irgendwie abschreckend oder was nützt mir später mehr, ist das wichtig oder jenes? Also es ist einfach etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Ein weiteres Thema ist Lizenzrecht. Das heißt, wenn ich Software veröffentlichen muss, muss ich mir im Klaren sein, was das lizenzrechtlich bedeutet. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Der offensichtliche ist, was ist eigentlich die richtige Lizenz, die ich haben möchte. Möchte ich eine GPL nehmen mit einem strengen Copyleft, sprich, wenn jemand das wiederverwendet, ist das nächste auch GPL. Oder will ich eine Apache-Lizenz nehmen oder. Es gibt eine riesen Welt von Lizenzen. Ein paar kennen die meisten Informatiker, aber von allen haben auch wir meistens nichts gehört. Und das heißt, das ist ein Riesenproblem. Aber es geht natürlich nicht nur um die Lizenz von dem Code, den ich geschrieben habe, sondern es geht auch um den Code, den ich vielleicht von anderen verwandt habe, also sogenannte Third-Party-Libraries. Ich benutze Code von anderen, das heißt, ich muss erstmal wissen, unter welcher Lizenz steht das. Das muss ich rausfinden. Gut, das steht meistens dran. Ich muss verstehen, was dieser Lizenztext bedeutet. Das heißt, es ist mal so eine Frage, wer hat wirklich der Meinung mal so einen kompletten Lizenztext gelesen von der Lizenz? Mal die Hand hoch. Okay, ein paar Hände gehen hoch, aber so viele sind es nicht. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen, welche Lizenzen sind da. Man muss verstehen, was das Ganze bedeutet. Man muss gucken, sind die kompatibel zueinander überhaupt? Denn es gibt Lizenzen, die sich nicht vertragen. Das heißt, ich kann prinzipiell, das nenne ich immer unmöglichen Code haben, indem ich zweierlei verschiedene Lizenzen drin habe, durch Third-Party-Libraries, die ich benutze, die aber es nicht vereinbar machen, dass ich das Ganze unter eine gemeinsame Lizenz wieder veröffentliche. Das heißt, solche Sachen muss ich wissen und verstehen. Und selbst wenn das alles klappt, muss ich wissen, was ich für eine Lizenzerfüllung machen muss. Das bedeutet, die meisten Lizenzen haben eben Vorgaben, wie ich muss eben den Lizenztext dazu packen, ich muss vielleicht Hinweise in meine Files schreiben oder sowas. Das heißt, all das muss ich machen und verstehen und dieses Wissen muss ich haben. Ich dachte, ich hätte da noch was. Genau. Der nächste Punkt ist, und das hängt damit auch alles ein bisschen zusammen, ist, man muss irgendwie auch Verständnis haben, welches Verwertungspotenzial diese Software hat. Das heißt, jetzt kommt so irgendwie so ein bisschen die BWLer-Sicht. Ich soll verstehen, mein Stück Software, eben dafür, dass ich die Lizenz richtig auswähle, muss ich wissen, wie will ich es eigentlich benutzen oder wie sollen das andere benutzen können. Es gibt natürlich zum Beispiel diese großen Befürworter der GPL, die sagen, ey, wenn ihr das unter GPL packt, der Nächste, der benutzt, muss sein Zeug auch öffentlich machen, dann könnt ihr davon profitieren. Klar, klingt gut. Bedeutet aber auch, dass ganz, ganz viele Leute abgeschreckt werden, weil wenn ich GPL-Code nur was Kleines vielleicht in meinen Riesencode einbaue, heißt das, ich muss das alles freigeben. Und manchmal gibt es auch bei Forschungscode oder auch in anderen Bereichen doch ein gewisses Interesse, zumindest die Möglichkeit zu haben, es auch anders zu verteilen. Das heißt, auch hier muss ich mich damit beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, Open Source, also im Open-Source-Bereich Sachen zu veröffentlichen, also unter welchen verschiedensten Lizenzen wieder, aber auch, was das für Konsequenzen genau dann hat später und ob es vielleicht immer noch, ich mir damit auch komplett und endgültig die Möglichkeit verbaue, vielleicht das Ganze so zu benutzen, um eben doch Lizenzen zu bekommen oder Geld damit zu verdienen in irgendeinem gewissen Kontext. Und dann kommt noch das schöne Exportkontrollrecht. Hat schon mal jemand hier vom Exportkontrollrecht gehört? Okay, 5, 6 Leute. Für den Rest, Exportkontrollrecht bedeutet, dass ich sozusagen, wenn ich etwas exportieren möchte, die Freigabe dafür haben muss. Das kommt vor allem aus dem militärischen Bereich, wo man halt nicht alles zum Beispiel überall hin natürlich veröffentlichen darf.
Es gibt das europäische Kontrollrecht, Exportkontrollrecht, mit dem man sich auseinandersetzen muss, aber sobald irgendwo in diesem Konstrukt, in der Software oder der dazugehörigen Hardware, irgendwas aus Amiland dabei ist, gilt das amerikanische Exportkontrollrecht. Und dann fängt der große Spaß an. Exportkontrollrecht definiert, also unterscheidet vor allem generell sozusagen unter Military Use und Non-Military Use. Alles, was Non-Military Use ist, ist ziemlich einfach. Und im Amerikanischen gibt es auch noch Dual Use. Das heißt, das, was ich für beides ansetzen kann. Interessanter Fun Fact, Excel ist Dual Use. Das heißt, ihr kriegt eine Idee, wie häufig ich in Dual Use gucken muss. Vor allem, wenn ich dann noch in einem Bereich arbeite wie Luft- und Raumfahrt. Also da kommt man fast nicht drum rum. Glücklicherweise muss ich mich dann jetzt nicht direkt mit irgendwie, weiß nicht, vor Gericht gehen oder irgendwas, um was veröffentlichen. Nein, es gibt sogenannte Leitfäden, in denen steht dann drin, genau je nachdem, was ich mache und in welchem Kontext es benutzt werden kann und Co., ob es da vielleicht schon eine Freigabe gibt. Das heißt zum Beispiel, Excel fällt zwar unter Dual Use, hat aber eine Exportfreigabe weltweit. Das heißt, darf überall hin verkauft werden. Es gibt aber zum Beispiel bestimmte Dell-Rechner, also auch, das gilt ja auch für Hardware, die dürfen in fast überall hin, außer irgendwie, ich glaube, in China an der Uni und irgendwie noch drei Länder rausgegeben werden. Die dürfen halt nicht verkauft werden. Das heißt, damit muss ich mich beschäftigen, denn etwas Open Source zu machen, heißt ein Export an die ganze Welt. Das heißt wirklich, sobald es irgendwie eine Einschränkung in irgendeiner Art gibt, kann ich Sachen nicht unter Open Source Lizenzen stellen. Und das kann halt relativ schnell passieren. Dann kommt der große Spaß der Förderbedingungen. Förderbedingungen ist Forschungsgeld, auch wenn ich sage, das ist ja öffentliches Geld. Das kriegt man ja entweder so über Grundfinanzierung, das ist sozusagen das, was jede Einrichtung bekommt, aber im Gegensatz, das ist ein Irrglaube, den noch so manche Leute haben, als Forschungseinrichtung kriegt man nicht einfach sein komplettes Geld. Man muss Anträge schreiben und die muss man einreichen. Das gibt es verschiedene Gremien, das nennt sich Projektträger, entweder in zum Beispiel Deutschland, aber auch europaweit. Ein relativ bekanntes Call, den es gibt, ist der sogenannte Horizon 2020. Das ist halt ein großer Fördermitteltopf, auf den man sich dann bewerben kann. Die machen Calls für verschiedenste Bereiche und man sagt, okay, ich will das und das machen. Ich brauche dafür so und so viel Geld, so und so lange und das soll rauskommen. Und diese Calls haben mittlerweile, was sehr begrüßenswert ist, mehr und mehr Vorgaben, zum Beispiel, dass es heißt, der Code muss unter Open Source gestellt werden. Das heißt, das ist schon mal ganz cool. Aber manchmal kriege ich auch Geld, das ist sogenanntes Drittmittelgeld oder das beste Drittmittelgeld, muss man sagen, weil da gibt es immer so Quoten für aus der Industrie. Und dann kommt so Airbus und sagt, ja, hier, wir haben auch Interesse an eurer Software, wir geben euch Geld, damit ihr weiterentwickelt. Aber da steht dann drin, ihr dürft das zwar selbst benutzen, ihr dürft aber nicht diesen Teil, den ihr für uns gemacht habt, veröffentlichen. Aber versuch mal so ein Stück Code dann später rauszusprechen. Also es ist oft gar nicht so richtig möglich. Vor allem, wenn ich nicht vorher schon darüber nachgedacht habe, dass ich das Ganze vielleicht mal irgendwann veröffentlichen möchte. Das heißt, ich muss dann bei so einem Forschungsprojekt, was auch gerne gut und gerne mal 10 Jahre alt ist, rausfinden, welches Geld ist da eigentlich mal reingeflossen, von wo und was gab es da mal für vertragliche Regelungen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn in der Forschung hat man Fluktuationen, Leute kommen und gehen, überhaupt das nachzuvollziehen und zu wissen, weil aufschreiben tut nie einer was, schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig. Und last but not least muss ich mir auch noch überlegen, wie open source ich das denn jetzt so richtig von der Strategie oder auch bei Open Data, das Ganze rauszustellen unter einer Lizenz, also wenn ich das alles erledigt habe, dass ich es jetzt endlich veröffentlichen kann, also wenn ich das alles erledigt habe, bin ich ja erst an dem Punkt, wo ich den Code endlich auf GitHub stellen kann, dann muss ich mir überlegen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Weil wenn ich den auf GitHub stelle, dann hilft das jetzt noch nicht so vielen Leuten. Weil da steht dann dieser Batzen Code, ohne Dokumentation, unter irgendeinem Namen, der einem irgendwie nur was sagt, wenn man irgendwie da mal dran gearbeitet hat. Also das ist es noch nicht. Ich muss mir überlegen, wie bereite ich das auf? Wo mache ich das Ganze bekannt? Welche Art von Dokumentation brauche ich vielleicht? Die interne, die ich habe, läuft wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen direkten Verweisen auf irgendwelche interne Infrastruktur. Das heißt, das muss ich alles überarbeiten. Ich muss mir überlegen, wo stelle ich das Ganze bereit, dass Leute es auch finden? Ja? Brauche ich vielleicht gerade im Datenbereich eine API? Weil wir sprechen hier von Daten, die auch gerne mal irgendwie ein paar Terra oder bis zu Penta hochgehen. Das heißt, das sind nicht Daten, die ich einfach auf den FTP laden kann, damit sich andere den runterladen können. Also über die nächsten Wochen oder so vielleicht, aber
Die können das ja sicher auch gar nicht speichern. Das heißt, ich muss eigentlich eine Möglichkeit anbieten, damit Leute mit diesen Daten arbeiten können irgendwie. Das heißt, ich brauche ein richtiges Datenmanagementsystem in irgendeiner Art und Weise. Und dann muss ich auch noch irgendwie einen Kommunikationskanal einrichten und auch betreuen. Das heißt, wenn Leute Fragen zu dem Ganzen haben, wenn die Probleme haben, ja, ich brauche einen Issue-Tracker, ich brauche eine Mailingliste, irgendwas und muss eine richtige Community aufbauen, wenn ich möchte, dass andere damit arbeiten. Das heißt, auch diese Strategie hängt natürlich wieder sehr stark ab von dem, wo ich hin will mit dem Ganzen. Also möchte ich, dass Externe mitarbeiten oder sage ich, ich stelle das nur irgendwie online, um es überhaupt draußen zu haben. Aber meistens, wenn ich sage, ich möchte was Open Source, dann will ich ja das anderes nutzen können. Das heißt, da muss ich natürlich auch für arbeiten. Also wie wir sehen, sind das eine ganze, ganze Menge Dinge, die beachtet werden müssen. Und das ist es noch nicht so ganz mit der schlechten Laune. Denn jetzt kommen wir mal auf die andere Sichtweise sozusagen. Das ist ja, wenn ich mich auskenne, was ich weiß, was alles gemacht werden muss. Aber wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Da sitzt ein Wissenschaftler, der keine Ahnung von diesem ganzen Themen hat. Wie ich am Anfang gesagt habe, das sind Geologen, Physiker, Mathematiker, die sind da zum Forschen. Denen ist zwar wichtig, dass das Ganze veröffentlicht wird, weil die im Sinne von Reproduktion halt ein komplettes Interesse haben, dass das alles, was sie, worauf sie auch ihre Sachen stützen, ja, auf die Ergebnisse anderer Forscher, dass sie es nachvollziehen können, dass sie vielleicht darauf aufbauen können, das wäre ja toll, wenn wir nicht alle immer das Rad neu erfinden müssten. Das heißt, die haben Interesse dran, aber keine Ahnung, wie es geht. Und damit sind die gar nicht so alleine, denn ich wollte mal eine kleine Studie, die mal gemacht wurde, vorstellen. Und zwar geht es da um Entwickler versus Lizenzrecht. Das heißt, da hat man Softwareentwickler mal gefragt, die wirklich Tag zu Tag ja mit sowas arbeiten. Wie kennt ihr euch denn mit Lizenzen aus? Haben so ein paar Szenarien durchgespielt und gesagt, okay, wie ist denn hier die Entscheidung? Und solange es nicht nur um eine Lizenz handelte, die in diesem Code drin war, kamen die alle ganz gut klar. Aber sobald es mehr als eine Lizenz war, die in so einem Softwareprojekt drin war und was das dann für Konsequenzen hatte, da wussten selbst die meisten ITler nicht mehr, wie es weitergeht. Und für uns ist das irgendwie schon unser täglich Brot. Das heißt, für die Wissenschaftler kann man noch mehr verstehen, dass sie einfach diese Kenntnisse nicht haben. Dann muss man sagen, irgendwie ist es auch keine ausreichende Motivation. Denn klar, sie haben zwar die Motivation, das Ganze online zu stellen, weil sie selbst davon profitieren, wenn es andere machen. Aber von ihren eigenen Sachen, naja, ob sie jetzt wirklich Contributor bekommen, also manche Sachen, die wir so haben als Code, ja, gibt so 15 Leute auf der Welt, die das vielleicht noch interessiert. Also mache ich mir jetzt wirklich die Mühe, nur weil es dann vielleicht doch noch irgendein Nerd in irgendeiner Ecke, der damit mal rumspielen will, interessiert? Oder ist es mir vielleicht doch etwas viel Arbeit, wenn wir an das denken, was ich gerade alles aufgezählt habe, mich damit zu beschäftigen? Dann, ja, das Ganze soll zwar gemacht werden, aber es gibt keine Ressourcen. Und ich kann mal so sagen, der Wissenschaftler, es heißt zwar immer, oh, das ist ein entspannter Job, aber langweilig ist er auch nie. Also wir haben immer alle genug zu tun und wir kriegen kein zusätzliches Geld, um das zu tun. Wir kriegen keine zusätzlichen Leute, die sich damit auskennen und damit beschäftigen, um das zu tun. Sondern wir sollen das alles so nebenher machen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, kommt noch der Chef und sagt, warum ist das und das noch nicht fertig? Das heißt, es fehlt einfach alles, um das Ganze zu erledigen. Dazu gibt es wenig Unterstützung. Das heißt, teilweise gibt es in Forschungseinrichtungen oder viele Forschungseinrichtungen haben eine Rechtsabteilung, haben etwas, was sich oft Technologie-Marketing nennt, die sich eben mit solchen Verwertungsmöglichkeiten und all sowas beschäftigen. Aber auch die sind vollkommen überlastet und haben auch teilweise eher dann Ahnung von den proprietären Lizenzen als im Open-Source-Bereich. Ich habe gerade, war ich die Woche am KIT, die genau dieses Problem hatten, die nämlich auch gesagt haben, so Open Source, wir haben genug zu tun mit dem Kram, den wir verkaufen können. Warum sollen wir uns noch um den Kram kümmern, also wir wollen uns gerne drum kümmern, aber auch keine Zeit, auch keine Ressourcen. Das heißt, da ist auch niemand, den man fragen könnte, der das für einen übernehmen kann. Und es gibt auch keine Infrastruktur. Das heißt, klar, ich kann GitHub nutzen, darf ich aber eigentlich gar nicht. Also bei uns im DLR ist es zum Beispiel nicht erlaubt, dass wir unsere Daten, wozu Source Code auch gehört, auf externen Servern hosten. Das ist ein guter Ratschlag für alle eigentlich, weil du weißt nie, ob morgen dieser Dienst noch da ist und gegebenenfalls dein ganzer Kram weg. Dank Git ist der Code noch relativ leicht nach intern gespiegelt.
Die Issue Tracker und das Wiki, ja gut, Wiki ist manchmal auch ein Git, das geht noch, aber der Issue Tracker, die Daten sind verloren. Und wenn man es ganz eng sieht, darf das nicht passieren. Wir müssten eine Art und Weise finden, wie wir den Issue Tracker machen, wenn man sich wirklich an die Gesetze und Vorgaben hält, die wir haben. Das heißt, GitHub geht nicht, wir brauchen unsere eigene Infrastruktur, wenn wir die selbst hosten, das ginge. Zahlt wieder keiner. Das heißt wieder, kein Geld, keine Finanzierung. Es gibt einzelne Institutionen oder auch Forschungseinrichtungen, die das Ganze haben und für Code geht das auch noch, so ein GitLab auf einer, oder will ich nicht so viel Schleichwerbung machen oder was anderes, wohin zu setzen geht noch, aber wenn ich jetzt daran denke, irgendwie, dass ich so, also bei uns arbeiten 8000 Leute, es sind 40 Institute und wenn die alle ihre Daten online stellen sollen für alle ihre Publikationen, das ist Infrastruktur, das ist jetzt nicht ein GitLab-Server, das ist ein bisschen mehr. Weil wenn man da an so die Penta und Terra denkt, die da irgendwie gehostet und angeboten werden müssen mit ordentlichen APIs, damit das auch verwendbar ist, da müssen individuelle Portale geschrieben werden oder zumindest angepasst. Wer soll denn das machen? Unser Geologe? Ich glaube nicht. Ja, und dann gibt es noch Strafandrohungen, nämlich wenn ihr euren Kram nicht veröffentlicht, also wenn ihr eure Daten nicht zur Verfügung stellt, dann werden euch die Mittel gekürzt. Also ein Problem waren die fehlenden Mittel. Also wenn ihr es nicht hinkriegt, weil ihr zu wenig Mittel habt, nehmen wir euch Mittel weg. Das ist immer das Lieblingsstrafandrohung in der Forschung. Wir nehmen euch eure Gelder weg, wenn ihr es nicht erfüllt, aber das hilft halt nicht. Also das ist ziemlich kontraproduktiv. Man muss jetzt sagen, ich habe da jetzt ein ziemlich schwarzes Bild gemalt. So, wie kann das eigentlich funktionieren? Andere schaffen es. Was möchte man sagen? Zum Beispiel die NASA, die ist relativ bekannt dafür, für ihren Softwarekatalog zum Beispiel. Alle Software, die geschrieben wird in den USA und von öffentlichen Geldern bezahlt wird, muss veröffentlicht werden. Die NASA macht das. Die packt alles hin mit Beschreibung, Link zu wo auch immer der Code liegt, das auch auf allen möglichen verbreitet. Dazu muss man wissen, wie das da gelöst wird. Da gibt es dann natürlich, weil es Pflicht ist, auch Gelder dafür. Und da sitzt dann eine Handvoll Leute und befüllt diesen Katalog manuell. Das heißt, er geht zu jedem Softwareprojekt und sagt, ey, was macht ihr da? Schreibt das auf. Wo finde ich den Kram? Packt die ganzen Links rein und pflegt das. Das ist ein wahnsinniger manueller Aufwand. Und klar, können wir auch machen, könnten wir auch einführen. Wenn das hier Pflicht werden würde, wäre das wahrscheinlich auch der erste Schritt und wäre immerhin etwas. Aber das müsste dann halt auch, dort macht das eine zentrale Stelle, die extra dafür eingerichtet werden. Das heißt, das müsste in Deutschland dann genauso passieren. Da müsste auch wieder Geld reingesteckt werden. Das ist nichts, was wir den Wissenschaftlern auch noch überall mal helfen können. Bei uns im DLR versuchen wir, das Ganze zu automatisieren, stecken da aber auch noch in den Kinderschuhen. Also ein kleines Zwischenfazit. Das Ganze zu dieser Forderung, dass Forscher eben veröffentlichen sollen, also ihre Software und ihre Daten und eben nicht nur die Publikation, die ist leichter gesagt als getan. Die Forscher sollen das, die Forscher wollen das sogar prinzipiell, aber sie wissen halt nicht wie. Das heißt, es passiert einfach nicht. Aber, und jetzt wird es so ein bisschen DLR-spezifischer, wir arbeiten dran. Wir haben im DLR, und das ist in Deutschland noch relativ unique, also es gibt auch ein paar andere, die sich damit beschäftigen, aber von den großen Forschungseinrichtungen haben wir das Glück, dass wir wirklich eine kleine Finanzierung bekommen haben. Ich rede hier von sowas wie einem PJ, das ist ein Personaljahr, also eine Person im Jahr darf darauf arbeiten, das ist jetzt nicht viel, um zu versuchen, das Ganze zu verbessern. Und wir adressieren das eigentlich auf drei Ebenen, indem wir Informationen bereitstellen, indem wir den Wissensaustausch anregen und indem wir versuchen, wirklich konkret zu beraten und zu unterstützen. Die Informationen und Schulungen, was wir da haben, das sind in erster Linie Lizenzrechtsschulungen, wo wir erstmal aufklären, was heißt eigentlich Open Source, wie ist es eigentlich mit den Lizenzen, die es gibt, was heißt Copyleft und Recopyleft. Und das Ganze haben wir auch in eine Broschüre gepackt zum Nachlesen. Dann für den Wissensaustausch haben wir Wikis, wo die Leute halt beitragen können und auch so einen Q&A-Bereich haben, dass sie Fragen stellen können und andere antworten können, dass wir einfach den Austausch anregen können. Wir sitzen irgendwie an, ich glaube, über 20 verschiedenen Standorten. Das heißt, es ist ganz gut, wenn es da so eine zentrale Plattform gibt.
Aber ab und an ist es auch nett, sich zu treffen. Da haben wir sogenannte Wissensaustausch-Workshops, wo die Leute halt zusammenkommen, um einfach mal diese Probleme zu besprechen, ihre Probleme und Lösungen aber auch kurz vorstellen und Tooling, was sie gefunden haben, um sich auszutauschen. Die sind auch sehr gut besucht, da kommen so an die 60 Leute zusammen. Also das ist das Maximum, was wir momentan zulassen, aufgrund von Platz und Co. Und das passiert einmal im Jahr. Last but not least, sind aber Lizenzproblematik-Themen, wie ich ja sagte, oft nicht so ganz trivial. Das heißt, wir bieten da auch Beratung und Unterstützung an, indem wir zum einen Lizenzen haben, die wir empfehlen. Das DLR sagt, kein Strong Copyleft, weil wir einfach diese Freiheiten dann einfach nehmen, dass andere das benutzen. Wir wollen Leute nicht abschrecken, sondern wollen, dass der Code benutzt wird. Das ist uns wichtiger, als dass der Rest zurückfließt. Wir machen wirklich konkreten Support über so eine Mailadresse, wo Leute uns ihre Probleme schreiben können. In der Regel telefonieren wir danach, weil das einfach in eine Mail nicht geht. Es ist einfach zu komplex, zu abhängig, zu speziell. Und aktuell arbeiten wir an einem sogenannten wirklich Veröffentlichungsprozess, wo wir genau diese ganzen Punkte, die ich vorhin vorgestellt habe, an die man sich wenden muss, Exportkontrollrecht und, adressieren und sagen, okay, hier findet ihr Informationen, so und so muss es im DLR laufen und das sind Beispiele, wie ihr es lösen könnt, damit zumindest motivierte Leute die Sachen an einer Stelle alles finden. Wir sind aber auch nicht die Einzigen, die sich sowas kümmern. Es gibt auch andere, die verschiedene andere Ansätze fahren. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Crapple-Lizenz. Die adressiert jetzt nicht all diese Probleme, weil ich muss immer noch mir erstmal um Lizenzrecht und das Urheberrecht vorher Gedanken machen. Aber die Idee ist da, dass man sagt, das hier ist mein Stück Software, das ist ein Stück Crap, das ist vielleicht nicht dokumentiert oder die Doku, die da ist, ist vielleicht auch gar nicht mehr passend oder so, aber Alter, ich schieb das hier mal raus, mach damit, was ihr wollt, aber also mit Vorsicht genießen, aber immerhin ist es da. Ist ein erster Schritt, kann man drüber diskutieren, also meine Meinung ist da auch so, wie sinnvoll das Ganze ist, weil ich der Meinung bin, so ein Stück Code, was einfach nur wo liegt, ohne Beschreibung und Co., ist nicht wirklich hilfreich, aber es ist vielleicht ein erster Schritt, um die Leute überhaupt ihren Kram rauszubringen und vielleicht schreibt dann mal einer und dann bringt es mit der Zeit auf den geraden Weg. Genau, das heißt, um auch ein bisschen die Laune zu heben, was alles so schlecht läuft, also wir haben unsere ersten Schritte getan, es passieren Dinge, die Leute haben erstmal erkannt und es ist erst so seit einem Jahr so ein richtiges Hype-Ding, dieses Wort Reproduction Crisis, dieses Problem existiert und man versucht das zu adressieren, das was ich hier genannt habe, sind wirklich Beispiele, auch die Liste der Probleme ist nicht vollständig leider. Aber es gibt die ersten Schritte, es wird versucht zu adressieren, aber es muss einfach noch mehr passieren. Es muss Möglichkeiten geben, es muss einfach in der Finanzierung Umdenkung geben, auch in Fördermitteln, wo man nämlich momentan auch keine Finanzierung extra kriegt für die lange Archivierung oder so, selbst wenn das gefordert ist. 10 Jahre, man kriegt dann vielleicht so ein bisschen Geld, aber eben nicht für die 10 Jahre, weil Förderungszeitraum ist 3 Jahre. Das heißt, da muss einfach was passieren, es muss Grundfinanzierung dafür geben und es muss einfach auch zentral Infrastruktur gestellt werden, damit das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, ich habe meine Zeit jetzt schon längst überschritten und wollte eigentlich sagen, hey, lass das uns noch diskutieren. Das will ich jetzt auch gar nicht unterbinden, nur aufgrund von Zeit würde ich sagen, wir machen das einfach hier oder draußen auf der Wiese oder so. Und genau, also meine Idee dieses Vortrags war nämlich einfach einen Denkanstoß zu geben, diese Forderungen nicht immer nur blind in die Welt zu stellen, sondern auch, dass ihr versteht, wo liegt eigentlich das Problem, warum ist das Ganze so schwierig, warum passiert es nicht und dass wir uns gemeinsam irgendwie auch überlegen können, wie können wir damit Leute unterstützen, was kann da passieren und wie kriegen wir das hin, dass irgendwann wirklich alle Forschungssoftware, wo es möglich ist, zumindest veröffentlicht wird und wir drankommen. Vielen Dank. Jo, solange wir nicht rausgeschmissen werden, können wir auch noch hier Fragen machen, ja. Mir ist aufgefallen in Ihrem Vortrag, dass Sie grundsätzlich nur Probleme aufgeführt haben. Und man lebt ja davon, dass man Lösungen hat. Und wenn ich das jetzt verfolge als Uninformierte, dann sage ich, das ist ja ein völliger Unsinn, was Sie da machen. Nicht jetzt persönlich, sondern die ganze Tätigkeit. Macht ja keinen Sinn. Sie brauchen eine bestimmte Menge von Forschungsgeldern, um Open Source zu machen und kriegen nur einen Teil davon und müssen dann 1000 Papiere ausfüllen. Was ist der Sinn der Sache? Gut, ich wiederhole die Frage. Ja, also die Frage ist sozusagen, warum machen wir das eigentlich ganz? Also ich habe hier die ganzen Probleme
aufgelöst, warum versuchen wir das eigentlich zu lösen, wenn es so eigentlich so schwierig ist und wir kein Geld und nichts kriegen. Also den Talk erstmal habe ich gehalten, wie gesagt, um einfach so das Bewusstsein dafür zu wecken, weil ich gerade in der Szene, in der wir hier auch so ein bisschen unterwegs sind, oft diese Forderung höre, alle diese Petitionen unterschreiben und sagen, ey, das muss passieren, warum wird das nicht gemacht, Frechheit, und die einfach nicht wissen, wie die Realität dahinter aussieht. Und ja, das sind eine Menge Probleme, aber es gibt erste Ansätze, die kann ich jetzt nicht alle vorstellen, weil es gibt tausend Kleinigkeiten, aber mir ging es darum, oder warum ich, also ich arbeite da halt dran, auch in meiner, wie gesagt, in der Arbeit, wie aber auch freizeitlich, ich engagiere mich im Open-Source-Bereich sehr viel, aber und es gibt halt mittlerweile Tools, mit denen kann man sich irgendwie diese Contributor Agreements zusammenklicken und. Aber meine Hoffnung war einfach, erstmal Bewusstsein zu schaffen für ein Problem, weil das ist immer der erste Schritt, damit man dann einfach alle mit ihren Ideen kommen können, wie kann man da Leute unterstützen, wie kann man vor allem Wissenschaftler unterstützen. Denn vieles, was existiert, ist immer noch erstmal, um Entwickler zu unterstützen. Das muss immer noch eine Stufe weitergehen. Und wie gesagt, mit diesem Prozess, den wir zum Beispiel entwickeln im DLR, haben wir etwas, wo wir Leuten schon, die wirklich motiviert sind, momentan brauchen wir noch so die richtigen Idealisten, denen können wir damit schon schwer unter die Arme greifen. Aber also die sind schon total happy mit den ersten Sachen, die es da gibt. Aber es gibt halt noch ganz viele andere Institute und Einrichtungen, die noch nicht so weit sind. Und meine Hoffnung war auch, wenn hier der ein oder andere ITler, der hier ist oder später diesen Talk hört, der vielleicht in der Forschung arbeitet, dass er auch intern mal sagt, okay, hier, wir müssen das adressieren, wir müssen das unterstützen, wir müssen anderen helfen, das besser zu machen. Weil, ja, genau. Ja, es gibt eigentlich relativ viele, es ist so dieser ganze Begriff Open ist es. Es gibt eine Open Access Community zum Beispiel, es gibt von der OKFN, der Open Knowledge Foundation, auch eine Mailingliste Open Science, die sich genau der Sache anschließt und wo Leute versuchen zusammenzukommen und ihre Erfahrungen auszutauschen. Und wir gehen auch auf andere Konferenzen und reden mehr über unsere Lösungsansätze im Detail, also zum Beispiel den ganzen Kram, den ich vom DLR erzählt habe. Da gehe ich dann hin, erkläre anderen das und biete auch an, dass wir bei denen auch mal eine Schulung machen oder so, damit die auch irgendwo einen Start haben und mal davon lernen können, wie wir versuchen, das anzugehen. Oder im Helmholtz, also es gibt diese Helmholtz-Forschungseinrichtung, wo es DLR zugehört, aber auch ganz viele andere. Da gibt es jetzt ein Austauschforum, also Working Groups, wo aus jeder Einrichtung oder jedem Forschungseinrichtung einer dazukommt und man versucht, überlegt, wie können wir das gemeinsam adressieren, weil das alle für alle eigentlich ein Randthema ist, was aber unheimlich wichtig ist. Das heißt, wo können wir dann diese Bemühungen, die es schon gibt, bündeln und gemeinsam vorankommen, damit es schneller geht. Also da passiert schon einiges. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ganz kurze Frage zu diesen DLR-Materialien. Sind die wiederum öffentlich? Und wenn ja, kannst du die URL vielleicht kurz zeigen? Die meisten Sachen sind davon, also noch ist davon nicht viel öffentlich, eigentlich nichts. Nee, die Broschüre, die wir haben, war erstmal für einen internen Gebrauch. Die haben wir aber schon relativ frei verteilt. Die ist uns jetzt aber, also den dürfen wir nur im Druck rausgeben. Wir haben jetzt alle Exemplare raus, wir schreiben eine neue Version, daran arbeiten wir, da suchen wir auch gerade jemanden für, weil wir selbst keine Zeit haben. Alle so viel zu tun haben mit unseren anderen Forschungsaufgaben. Und die soll dann aber auch öffentlich werden, also die soll CC BY werden, in Deutsch und in Englisch, damit wir die rausgeben können. Aber zum Beispiel unsere Schulungsmaterialien oder so, wenn da einer anfragt, die haben wir noch nicht online gestellt, aber die gibt es auf Anfrage einfach. Und zumindest alles, so die Beschreibung, wie wir vorgehen und Co., das gibt es in Papern. Wir stehen genau an dem gleichen Problem. Okay, wir sind auch noch dabei zu entscheiden, wo wir den Kram hosten. Wir bauen da gerade eine Seite für und so, weil, ja, also. Ja, ich erinnere mich, dass das DLR unter anderem auch vor 12, 15 Jahren da Forschungsprojekte hatte zu Forschungsdateninfrastrukturen, wo es dann auch hieß, ja, wir machen jetzt eine große Datenbank, da können dann andere Institutionen auch ihre Daten hosten quasi und oder die Infrastruktur entsprechend aufbauen und so weiter. Ist das weiterverfolgt worden? Also es klingt jetzt gerade so, als wäre man quasi wieder... ich meine, es war ein Forschungsprojekt, ja. Also das heißt jetzt nicht, dass es schon fertig wäre und alles gelöst. Aber das sind ja sicherlich Erkenntnisse, die man jetzt sicher nutzen kann. Und das DLR hat ja sicherlich auch eine ganze Menge Infrastruktur schon. Also da wird ja viel aufgebaut. Ja, also es gibt einiges. Ich kenne auch ein paar, also ich arbeite auch so ein, zwei Projekten in die Richtung gegen, auch die schon ewig gibt, da mit. Man muss dazu sagen, also es gibt Portale, aber viele...
manche Sachen sind auch schon wieder outdated, die passen nicht mehr zu den aktuellen Anforderungen, die haben sich einfach sehr, sehr stark verändert. Ich sage nur in den letzten 10 Jahren, was sich von Internet, Speichermedien, also Internetzugriffsgeschwindigkeiten, Speicherkapazitäten und Co. verändert hat. Das sind einfach komplett andere Lösungssachen, die man mittlerweile fahren muss. Das heißt, vieles ist auch schon wieder nicht mehr brauchbar. Zum anderen braucht man für vieles, gerade im Open-Data-Bereich, sehr spezielle Lösungen, wenn man die Daten wirklich sinnvoll anbieten will. Das heißt, da werden dann Portale geschrieben für bestimmte Bereiche, die werden dann auch benutzt. Und irgendwann sterben die aus, weil dann gibt es die neuen Erhebungen, die Daten haben andere Formate, das ist alles nicht mehr wiederverwendbar so gut, weil es auch nicht immer perfekt geschrieben wurde, das muss man auch sagen, weil es sind wieder Forschungsprojekte, also es ist so ein Endlosloop. Ja, also da gibt es noch nicht die idealen Lösungen und viele stehen immer wieder vor ihrem Problem, weil es auch einfach komplett neue Datenarten gibt, wofür noch keiner was geschrieben hat oder die Sachen wurden mal entwickelt für intern, aber wiederum selbst nicht veröffentlicht, das heißt, andere können es nicht wiederverwenden. Es gibt eine große Veranstaltung, die sich auch mit dem Thema allgemein beschäftigt, wie man Daten überhaupt so benutzen kann. Die war auch vor kurzem in Berlin. Also wie man das überhaupt intern auch nutzbar machen kann oder auch im Idealfall veröffentlichen. Und da gab es eine eigene Working Group und so, die da arbeiten. Das ist die RDA, die Research Data Association, die das macht, für jede Art von Daten, die man sich vorstellen kann. Also Geodaten ist was ganz anderes wieder als irgendwie aus der Biologie, aus der Chemie und. Und die arbeiten da dran und versuchen es gemeinsam auszutauschen, ihr Wissen. Aber ganz viel, was da vorgestellt wurde, war, ja, wir haben dieses coole Tool geschrieben, unsere Wissenschaftler lieben es, das ist aber nicht Open Source. Und genau da stehen wir wieder. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem. Zeit ist um die nächsten wollen, ne? Ganz kurze Korrektur, Research Data Alliance. Ah, Entschuldigung, ja, Alliance. Und damit dann zurück auf die Wiese. Genau. Danke fürs Kommen.